Herzlich willkommen zurück zum Subway Sim Hamburg. Es gab ein großes Mega-Update, das in der Public Beta ist. Ihr seht es da unten rechts. Und wir gucken uns einfach mal an, was das Spiel mittlerweile drauf hat. Kleine Info nebenbei, ungefähr 70% des Source Codes wurden halt komplett neu geschrieben. Also wenn man es so möchte, ist das Spiel anscheinend nicht mehr auch nur ansatzweise das gleiche, wie es damals released worden ist. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze an. Was wir schon mal hier sehen, neben dem Fahrplan- und Expertenmodus, haben wir auch mittlerweile einen Szenario-Modus. Und in den gehen wir auch direkt mal rein und können hier schon mal ein Szenario auswählen aus dieser Liste der bereitgestellten Szenarien. Wir haben hier einmal Feierabend. Nach einem ereignisreichen Tag fährst du die letzten Meter von der Station Kellinghusenstraße. Dann haben wir hier einen Polizeieinsatz, dauert circa 60 Minuten. Wir haben die Streckensperrung, das klingt ganz interessant. Immer diese Graffiti, über Nacht haben Unbekannte einen Zug besprüht und beschädigt, bringen den Zug in die Werkstatt. Dann haben wir Streik, die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen, fast der gesamte U-Bahn-Verkehr steht still. Nur ein 20-Minuten-Notfahrplan am Ring gilt noch. Und wir haben Gefahr im Verkehr. Eigentlich sollte es nur eine ganz normale abendliche Fahrt von Barmbek nach Wandsbek-Gartenstadt werden, doch plötzlich ändert sich alles. Ich würde sagen, wir fahren mal, ja, Feierabend klingt eigentlich nach einem ganz interessanten Szenario. Das dauert jetzt auch nicht zu lang. Dementsprechend gucken wir uns dann mal alles an, was es da so, ja, sich anzugucken gibt. Und schauen mal, wie sich der Subway Sim mittlerweile entwickelt hat. Moin, du hast ja schon einen ganz schönen langen Tag hinter dir. Bringe nun noch den Zug nach Barmbek, dort fährst du dann um und fährst den Zug. Dort drehst du dann um und fährst den Zug in die Abstellung. Das ist unser Zug, mit dem wir heute unterwegs sind. Der DT5 und wir sollen uns in den Führerstand setzen. Was wir schon mal hier sehen, hier die überarbeiteten Anzeigen. Bitte nicht einsteigen. Nächster Fahrgastzug in Richtung Barmbek fährt sofort. Ne? Also im Sinne von, dass wir jetzt sofort abfahren. Ich weiß nicht, ob wir hier neue Personen, Charaktere haben oder nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht die alten sind, aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lang und steigen ein. Tür öffnen. Geht nicht. Dann öffnen wir die Fahrgasttür. So. Tür wieder schließen. Ja, das hier ist unser DT5.2, mit dem wir fahren. Zu erkennen an diesen neueren flachen Displays. Es gibt auch den DT5.1 mittlerweile. Ja. So, dann einmal den Führerstand aktivieren, einmal hier auf aktiv gesetzt. Zack, einmal den Schlüssel gedreht. Wir klicken auf Übernahme. Zugdateneingabe machen wir dann hier vorne. Die Zugnummer ist die 72938. Zielnummer ist die 69 und die Fahrer-ID ist die 78387. Und Eingabe. Wir öffnen die Türen auf der linken Seite. Wir müssen noch einen kurzen Augenblick warten. Und dann geht's gleich los. Türen schließen. Und sollen zum nächsten Halt fahren. So, wie war das nochmal mit dem Beschleunigen? Mit der Tastatur? Moment, es war nicht A, die. Was fehlt uns denn noch? Beschleunigen. Doch mit. A ging das doch ursprünglich, oder nicht? Moment mal. Einmal kurz in die Steuerung geguckt. Tastenbelegung. Ein- und aussteigen, Führerstand bedienen, Fahrhebel nach vorne gedrückt halten, um das Fahrzeug zu beschleunigen. Mit A, genau. So, mit A und Fahrhebel nach hinten mit D, genau. So, weiterspielen. Ich drücke A, okay, jetzt geht's. Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. Also was mir schon mal sofort auffällt, und ich hoffe, das fällt euch auch auf, ist die deutlich Nächster Halt, verbesserte Performance. Zierichstraße. Ausstieg links. Ich habe das Gefühl, wir sitzen ein bisschen sehr hoch.
Handy war da laut, hat gebimmelt. Und einmal runtergebremst. Wir sind schon ein bisschen zu spät. Ja, vielleicht ein bisschen zu früh gebremst. Ja, also ich glaube, in Realität würde man so nicht U-Bahn fahren. Also wenn man so fahren würde wie ich, dann würde man ja definitiv zu spät kommen. Ja, U-Bahn-Fahrer ist schon etwas Witziges, oder? Also das kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich sowas auch mal gerne in Realität machen würde. Einfach mal eine U-Bahn fahren. Hier in meiner Stadt würde das auch ganz gut gehen. So, wir öffnen die Türen. Wir gucken uns mal draußen um. Moment, wo war denn die freie Kamera? Taste 6. Kann man das HUD irgendwie ausblenden? Nee. Huch, jetzt sind wir im Führerstand gefangen. So, einmal schnell hoch auf die 80. Und ja, das war ein bisschen sehr schnell runterbeschleunigt. Was ist eigentlich unser V-Max? Ich denke mal 80, ne? Ja, sieht für mich ganz danach aus. Okay, also man kann schon locker mit 60 am Bahnsteig anfangen sein und erst spät anfangen reinzubremsen. Das Fahrzeug hat wirklich gute Bremseigenschaften. So, Türen auf. Wir können auch natürlich aufstehen und uns mal kurz den Fahrgastraum angucken. Wir haben auch hier die entsprechenden Anzeigen, das geht alles. Oh, Entschuldigung. Türen schließen. Ja, das Ganze läuft übrigens auf der Unreal Engine 5. Das heißt also, das ist eine Version weiterentwickelt von TSW. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Ich finde grafisch sind ehrlicherweise die Unterschiede jetzt nicht extremst. Also schön sieht es aus, ne, aber ich finde jetzt nicht, dass die Unterschiede extremst groß sind bisher. Aber es gibt halt auch nicht besonders viele Spiele, die bisher auf Unreal Engine 5 laufen. Von daher haben da die EntwicklerInnen ziemliche Pioniersarbeit auch geleistet, in diesem Bereich Zugsimulation mit Unreal Engine 5 zu arbeiten. So, wir sind ein bisschen zu schnell. So, guck mal, ja, 70 zum Bahnsteigsanfang. Und jetzt reinbremsen. Ja, also das passt soweit. Allerdings hätten wir ein bisschen weiter vorfahren sollen. Türen schließen. Ich würde gerne das HUD ausblenden. Weiß einer, wie das geht? Und warum fahren wir jetzt nicht? Die Türen sind doch zu. Oder? Führerstand ist aktiv. Lichtschalter verwenden. Nee, der hilft uns jetzt gerade auch nicht. Warum können wir denn nicht mehr fahren?
Gehen wir die noch mal ganz kurz frei. Und jetzt schließen. Ich habe den Zug kaputt gemacht. Aber wie? Was ist denn... das Problem? Klimanotort? Ne, das bringt uns alles nichts. Führerstandstür öffnen bringt mir auch nichts. Was, die Tür offen? Nein. Also hier unten im HUD ist dieses A rot, aber ich weiß nicht genau, was das heißen soll, ehrlicherweise. Hallo, ich habe den Zug kaputt gemacht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. SIFA. Was heißt denn? Hier dieses rote A ist an. Was sagt mir das denn? Alarm. Geschwindigkeit wurde überschritten. Warnung Fahrzeug 1. Okay, beenden. Ach so. Okay. Und jetzt? Das war ja mal interessant. Aber... Moment mal, was soll das heißen? Geschwindigkeit wurde überschritten in Fahrzeug 1. Und warum nicht in beiden Fahrzeugen? Halt, Barmbek. Übergang zur S1 und U3 in Richtung Hauptbahnhof Süd-Schlumm und Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Ausstieg rechts. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. So. Das war jetzt mal, ja, mal kurios. Also cool auf jeden Fall, dass solche Sachen eingepflegt sind. Aber, ich verstehe da nicht, warum nur der vordere Wagen zu schnell war. So, was wir dann auch hier sehen, bitte nicht einsteigen. Das ist dann jetzt auch praktisch neu. Ja, das ist dann jetzt auch mit drin. Türen rechts auf und dann müssen wir jetzt hier einmal drauf drücken und den Führerstand deaktivieren. Und dann stehen wir einmal auf und wechseln den Führerstand. Ja, wobei, wir können einmal, ja, so wie es auch vermutlich in Realität gemacht wird, einmal hier durch den Zug gehen und dann hier einmal durchgehen und gucken, ob hier noch jemand drin ist. Hallo, bitte alle aussteigen, falls noch jemand hier drin ist, nehmen Sie Ihren Müll mit. Lassen Sie hier nichts liegen. So, einmal hier rausgesprungen. Einmal hier durch den Zug durchgewandert. Falschen Flug erwischt. Ja. So. Was ist das? 2022 Wave Festival. Punk King. Dog Root. Darth Garf. Big Snake. Smart Bart, Rage Against the Computer, Tamatama, Midnight, Kulo, Simmons, Toots, Big Macs. Ja, okay. So, und einmal rein in den Führerstand. Können wir die Klappe zu. Oh, die können wir auch ausklappen. Cool. Können wir uns eigentlich hier hinsetzen? Nee, nicht wirklich. Ah, das sieht schon schön aus, ne? Muss man definitiv dem dann doch lassen. Können wir uns irgendwie tiefer hinstellen? Na, machen wir mal ein Foto.
Und irgendwie so. Jawohl. Einmal dann die Führerstandstür auf. Tür zu und hinsetzen. Führerstand aktivieren. Zur Konfiguration wird ermittelt. Übernahme. Türen schließen. Ach, schön. Das müssen wir uns noch hier vielleicht kurz mal in einem Bild zu Gemüte führen. Ja, das sieht schon schön aus mittlerweile. Also, ich finde, der Subway-Sim hat sich mittlerweile gut entwickelt. Von dem Spiel, das es ursprünglich bei Release war, das wirklich nicht besonders gut war, weil da wirklich viel noch falsch war, ist mittlerweile einiges schon deutlich besser geworden. Moment, noch einmal so vielleicht ein Screenshot. So, dann einmal. Achso, Zugnummer müssen wir jetzt auch wieder schildern. 6959471, die Zielnummer, und Fahrer-ID ist die 783897. Bestätigen. Und auf geht's. Auf zur Saarlandstraße. Signal zeigt Fahrt. Ich würde gerne diesen Zielmarker deaktivieren. Oh, wir sind zu schnell. Ja, der hat hier schon auf uns gewartet. Der schildert hier schon, bitte nicht einsteigen. Und einmal hoch auf die 80. Ups, das ist ein bisschen zu schnell über die Weiche gefahren. Bitte nicht einsteigen. Achso, ohne Halt durchfahren. Ah. Und dann zum Betriebshof Saarlandstraße. So, mit 20 rein in den Betriebshof. Und dort stellen wir dann unsere U-Bahn ab. Und haben es dann auch für heute dann geschafft, denke ich mal. Aha, interessant. Ja, da sind natürlich auch wie immer die Leute aus Hamburg gefragt, wie realistisch ihr das Ganze hier so einschätzt. Wir sind mittlerweile die Sounds, die waren ja zu Beginn, sagen wir mal, nicht besonders gelobt, die Sounds. Ist das mittlerweile, hat sich das verbessert? Erkennt ihr die Sounds wieder? Erkennt ihr die Gegend wieder? Ne, kennt jemand hier das Betriebswerk an der Saarlandstraße? Schon mal vielleicht von außen gesehen? Hier haben wir diesen Wartungssteg, hier kann man dann praktisch langlaufen, damit man nicht runter aufs Gleis fällt, in den Schotter muss. Ist ja auch übrigens sehr gefährlich bei der Hamburger U-Bahn, denn das Ganze funktioniert ja mit der dritten Schiene. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, U-Bahn Hamburg gibt es auch, glaube ich, im Train Simulator. Da auch schon auf jeden Fall ein sehr interessantes Add-on. Aber ein Spiel, das wirklich nur auf die U-Bahn Hamburg fokussiert, das ist nochmal was anderes. Und ich fände es irgendwie ganz interessant, was die EntwicklerInnen da vielleicht in Zukunft da noch machen. Denn die Frage ist, bleiben sie dann in Hamburg
Es gibt ja sicherlich noch weitere Fahrzeuge, die theoretisch gebaut werden können, sicherlich noch mehr Linien, die gebaut werden können. Oder wird dann expandiert in Richtung andere Städte? Ja, also das wäre ja auch irgendwie interessant, wenn man dann so einen U-Bahn-Simulator hat, der so ein bisschen wie Transom World ist, dass man da halt einfach wirklich jedes Mal so neue Stadtnetzwerke hat, die da gebaut werden. Also da gibt es ja alles Mögliche, von München über Berlin, über das Ruhrgebiet. Also Möglichkeiten gibt es da ja zahlreiche. Die Frage ist halt, wie viele gibt es noch in Hamburg? Ja, das weiß ich jetzt natürlich selbst nicht. Dann drücken wir einmal hier drauf, auf Ab und deaktivieren den Führerstand. Und verlassen den Führerstand. Achso, das war's auch schon. Ja, gut. Also Verspätung, sagen wir mal. Ja, gucken wir dann nicht zu genau drauf und kehren zurück ins Hauptmenü zurück mit dem U-Bahn, beziehungsweise dem Subway Sim Hamburg. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann vielleicht ja mal wieder irgendwann vom Subway Sim. Da sehen wir uns dann vielleicht nochmal zurück oder wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.